Okay, hier muss doch irgendwo ein Natriumchlorid jetzt geben. Im Chemielabor. Wo sonst? Ein Krautvernichter. Here's the sodium chloride box. Wie kommen wir jetzt daran? You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch Klebeband. Only one more ingredient left. Hier haben wir Bilder. Sehr schön. Eichhörnchen, eine Statue und Vogel. Klebeband, wo kriegen wir Klebeband her? Vielleicht aus dem Officer waren. Klebeband gibt es bestimmt im Dingens. This is like a scene in a horror film. Ich schau mal hier nach. Wettbewerbsfotos. Oh, Kate. Even when you were sad, Daniel's a better illustrator than photographer. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Zigarettenpackung. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Klebeband, Klebeband. Ja, Klebeband. The tape is mine. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Jetzt zerbomben wir die Tür vom Direktor. Das kann ja nur übel enden. Da hört uns doch der Sicherheitschef und der Direktor hört uns das gesamte. Die gesamte Schule wird uns hören. Ja. Du läufst wie ein Mädchen, Mac. Max. Liegt vielleicht daran, dass eins ist. So, eine Statue haben wir hier noch, die wir fotografieren müssen. No trophy will help Blackwell's reputation now. Okay, wir haben. Jetzt müssen wir nur noch den Jurobombe bauen. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! Jeder wird uns hören. If you'll light the candle. This is so cool! Und wir werden auffliegen. Get ready to haul ass. Cool. Oh, we are ja, toast. Ich wusste es. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what raus hier. Versteckt euch und dann wieder rein. Oder was? Verstecken. Im Office. Am besten. Kann man sich irgendwo verstecken? Im Schrank oder... Das wäre meine Möglichkeit gewesen, irgendwo in einem Schrank. Dann wollen wir uns außen verstecken und die Tür zugemacht. If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain.
You are magic! I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Ich war ja schon drin und die Zeit zurückgedreht, aber ich tue nicht, explodiert dann noch zu. Oh, ist ja Wahnsinn. He must want everybody to know he has money, but no taste. Und wir mussten die Tür nicht sprengen. Großartig. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Machen wir mal ein Foto. You're not so tacky up close. Will ich fotografieren? You're not so tacky up close. Und wer hat das geschrieben? Hast du das Schloss gesprengt, Bomben am Hex? Oh bitte, ich wollte nur ein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. Ah, okay. Ich finde es übrigens, was ich noch sagen würde, ich finde es interessant, das Wort, das englische Wort expert, dieses, das aus der Schule rausgeschmissen werden. Look at this pile. So fantastisch, wenn man Harry Potter liest auf Englisch, das ist halt, da hat es halt noch eine andere, hat es halt viel mehr Bedeutung, das ist halt expelled, das ist halt, da wirst, wenn du aus Hogwarts rausgeschmissen wirst, wirst du ja auch noch, da darfst du ja dann nicht mehr zaubern, dann wirst du halt schon, es ist diese Doppeldeutigkeit, das ist halt, das ist großartig. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Dude, I know I shouldn't be going through the principal's files, but it's kind of cool. Just please don't accidentally delete his hard drive or anything. Like you can't rewind and fix it. I don't want to make it a habit, okay? Whatever, crackhead. You're hooked. Don't talk. Search. Oh, I like it when you get bossy. You're finally learning from the master. And nothing here. Schrank durchsuchen. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. Oha. But there's not much here about the police investigation. Aktualisierung. Schülerinformation Rachel Dawn Amber. Durchschnitt 4,0. Oha. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Vorzügliche Leistungen? Durchschnitt 4,0 steht es dort. Rachel, Zusammenfassung. Rachel Amber ist ein prototypischer Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Ist das der Durchschnitt? 4,0 ist das nicht der Notenspiegel, oder? Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die Blackwell-typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Director Wells, dies ist Lieutenant Chris Rossi.
Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlungen im Fall Rachel Ambers von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einmaligen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Arcadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für alle Ihre Hilfe. Und dann Chris war sie Polizei von Arcadia Bay. Okay, die haben die Ermittlungen aufgegeben. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Schülerinformation Chloe Elizabeth Price. Durchschnitt 1,7. Ist hier 4 das Gute und 1, also 1, und 1 ist das Notensystem so, dass das 1 die schlechte Note, 1 die schlechte Note ist und 4 die beste Note? Problemschülerin, das würde es erklären. Zusammenfassung, Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells. Trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangenehmen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie diese auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung. Aktualisierung. Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwells. Siehe Polizeibericht im Anhang. Ach was. Okay, ja stimmt. Wir haben sie noch nicht im. Wir haben sie nicht im Unterricht gesehen. Sie waren nie im Unterricht mit dabei. Und das war mir nicht aufgefallen. Only 2 more files to go. Weird. This asshole has a spotless record. Schülerinformationen Nathan Joshua Prescott. Durchschnitt 3,7. Zusammenfassung: Nathan Prescott sitzt mit hervorragenden akademischen Leistungen in einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülerinnen wie Lehrern beliebt. Sicher. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Ah, eine aufgeräumte Akte, also verstehe, ja. Ja, so geht das also, wenn man den Rektor bestecht. Like I'm not gonna read my own personal file. Max. Schlittinformation Maxine Caulfield. Durchschnitt 2,8. Zusammenfassung, Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für ihre Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gern mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal, Blackwells versuchte Max erfolglos, Mitschülerin Kate Marsh vom Sprung in ihr Tod vom Dach des Wohnheims abzuhalten. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt. Max Mut ist unbestritten. Ah ja, und unsere. Und für. Da wird es Nathan beschuldigt haben, zu Recht, steht nicht in der Akte. Immerhin. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Victoria. Schülerinformation Victoria Mary Beth Chase. Durchschnitt 3,9. Zusammenfassung: Victoria Chase ist ein strahlender Repräsentantin der Blackwell Academy mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln.
Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen, die dem Geist und Geschichtswerk gewidmet sind. Ja, auch so eine, auch eine gesäuberte Akte. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Aha. Schaut mal zum Warren Graham. Ein guter Schnibbis ausschaut durch den 4,0, was hier schon mal gut ist. Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Berkeleys. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigen ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen. Dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Miss Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Bowen konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiterhin auf eine strahlende Zukunft zu. Aha. Let's nab this last file, Sherlock. Oh, tumbleweeds. Tumbleweeds. Look everywhere, Max. There has to be some info in the student files. Noch mehr Akten. Look at this pile. Look at this pile. Okay, die können wir nicht. Können wir nicht lesen. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Direktor Wells, in Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigung gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwell Academy auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich die Situation bereinigen, sobald Nathans Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Ich hoffe nicht, dass das passieren wird. Zugegebenermaßen gibt das tragische Ereignis bezüglich Miss Marsh Ihnen zu denken. Aber ich weise Sie darauf hin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpack-Mentalität der Blackwell Akademie widerspricht. Ich erwarte, dass Sie Ihre Entscheidung nochmals überdenken und derselben offensichtlichen Schlussfolgerung nachkommen. Danke. Sean Prescott. Aha. If I would have signed the petition, I could have made the difference. Der Schulleiter wird hier erpresst. Liebe Miss Grant, als Direktor Blackwells ist es meine traurige und bedauerliche Pflicht, Sie zu informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, nur einige wenige Unterschriften fehlten. Unsere Richtlinien untersagen, dass ich in diese Angelegenheit Partei ergreife, da wir die Fakultät und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben. Oha, also werden jetzt Überwachungskameras installiert. Oh shit, das war die Petition, die wir nicht unterschrieben haben. So ein Mist. Dreck. Ja, ich habe die Übersetzung nicht verstanden. Ich erkenne die kontroverse Natur dieser Kameras und möchte Ihnen versichern, dass sie mit größten Rücksicht auf Privatsphäre angebracht werden. Ja, kennen wir ja. Danke für Ihr Engagement und Ihre Inspiration für Blackwell's Schüler. Ihre Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition entmutigt Sie nicht. Wir sind stolz auf unsere Schüler. Victor Wells. Wenn wir unterzeichnet hätten, hätte das bestimmt was gebracht. You're not so tacky up close. Okay, wir müssen weitere Akten sammeln oder was? This pretty much sums up. Das Licht Kate. Hätten wir auslassen sollen. Shy and sweet. And in the wrong place. Man sieht uns auch noch hier. Lesen. Schnittinformation Kate Beverly Marsh. Durchschnitt 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend, ihre Einstellung optimistisch und ihre Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern-Programm wurde von KeyBay 77 Views
gewürdigt. Und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen von Schülern genannten Programm Blackworks. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Dr. Wells, als Krankenschwester der Akademie sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. What the fuck? Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße an Marie Barwanji. Das heißt, der Direktor wusste, dass sie Probleme hatte. Und dass sie drangsaliert wird durch das Video, wusste er auch. Ich hoffe, die Polizei kommt hier mal ins Ermitteln und wird hier mal sehen, dass der Direktor A von ihrem Gesundheitszustand wusste, dass ihr schlecht geht, dass sie traumatisiert ist und dass er physisches und psychisches Trauma hat, nichts gemacht hat und von dem Video wusste und nichts getan hat, um das Video zu ermitteln. Das sind holy crap. Weiß ich gar nicht, was das ist. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex Clubs zeigt und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe angehängtes Dokument für Details. What the fuck? Warum? Warum wurde da nichts gemacht? Warum? I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Warum hat der nichts gemacht? Es wäre die Aufgabe des Direktors gewesen, sobald er weiß, dass es ihr schlecht geht, dass es im physischen und psychischen Gesundheit schlecht geht, da was zu unternehmen. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus. And my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Die Lehrer wahrscheinlich auch. Whoa, wussten, listen dass to ihm schlecht this. Geht, dass ihr schlecht David geht. M. always asks what's geht. Going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after my knife shit yesterday. Nein. Are you gonna make a big issue out of this?
Or just rewind and take the greenbacks for yourself. I hope you do that instead of lecturing me. Wir werden natürlich nicht das Geld stehlen, auch wenn es ihr helfen würde. Auf gar keinen Fall. Wir haben schon genug verbrochen. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank, da, but auch noch von handicapped. I've got my power to protect you, right? Nein. There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. Definitiv nein. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get das the hell out of this tun. Office, Morg. I know that money would have helped Chloe and me. Ja. Was können wir nicht? Das werden wir nicht machen. Falkers Bronze können wir nicht fotografieren. Es war doch hier bei den Fotos drin, oder? Den Falke und eine Statue.